Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks und weiter geht's mit dem Projekt der Japaner. Ich habe mir jetzt einen 7er gekauft, der war ja am Wochenende billiger, da habe ich gedacht, die 400.000 kannst du dir da gut sparen. Der war 30% billiger und kaufst du den und ja, habe ich jetzt den Chiri und daher kann ich jetzt auch bei diesem Videoprojekt weitermachen. Da ist jetzt einiges an Zeit vergangen, aber das geht nicht anders. Bis ich das Teil für Upgrade habe, das geht wahrscheinlich noch relativ schnell. Aber bis ich den STA habe, das könnte wieder etwas dauern. Das heißt, ich kann das nicht mal eben jeden Tag machen. Das hatte ich aber schon eingangs erwähnt. Wir haben jetzt den Chiri und wir werden ihn auch fahren, was ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt an meinem tollen Equipment, was ich da auch schon reingepackt habe. Bitte macht das so nicht nach. Das ist nur das, was ich gerade überhaupt, weil ich, wie gesagt, immer denke oder mir selber sage, besser drin als dort draußen. Was mir aufgefallen ist, der Panzer hat ein ziemlich gutes Matchmaking. Aber man muss beachten, ich habe das irgendwo mal gelesen, deswegen übernehme ich keine Haftung für die Richtigkeit, was ich jetzt sage. Und zwar, ich habe mal gehört, dass die ersten 10 Battles mit dem Panzer genonnenes Matchmaking haben. Und ich bin noch so weit in diesen 10 Battles, das heißt, ich weiß es noch nicht. Ich habe leider gestern im Stream, sollte man sagen, recht schlechte Erfahrungen mit dem Teil gemacht. Ziemlich viel verloren, was heißt ziemlich viel verloren? 4 von 5 gewonnen, verloren. Und die waren dann allgemein etwas, naja, ernüchternd. Aber an sich weiß ich ehrlich gesagt, ich bin mir mit dem Panzer noch nicht ganz so sicher, weil die Kanone ist halt sehr tierabhängig. Wenn er jetzt echt nur in dieses Tier kommt oder in Tier 8 ab und zu mal, das passt dann ja. Aber wenn er als Tier 7er in Tier 9 kommt, was da durchaus auch mal passiert, dann ist er halt echt verloren mit seinen 155 Penetration. Das ist halt nicht viel. Das Video ist jetzt hier im Stock-Zustand, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Der Panzer ist eigentlich nicht im Stock-Zustand. Er hat hier schon die beste Funke drin und die zweite Kanone, aber beides kann man schon mit dem Vorgänger erforschen. Daher ist es für mich in dem Fall jetzt der Stockpanzer. Ist mehr oder weniger. Ach, cool. Ja, das finde ich gut. Mach mal weiter, haben wir bald keine Gegner mehr. Wobei, nee, dann kriege ich auch nichts ab. Das wäre blöd. Auf jeden Fall, die Wumme ist für sein Tier halt ganz gut. Das ist eine schnieke Wumme, die schießt schnell und so weiter und so fort. Macht Spaß. Kommt dann halt nur das Problem auf, wenn man halt in höhere Tiers kommt. Dann wird es nämlich schwierig. Andererseits ist halt die Frage, ob er wirklich in diese Matches kommt. Ich denke, ja, letztendlich ja. Aber so richtig sicher bin ich mir noch nicht. Den sehe ich nicht, das ist blöd. Hier bin ich generell nicht zu offen. Hört man auch da links, der kommt da ziemlich viel ab. Ansonsten von der Mobilität und so finde ich ihn eigentlich schon sehr angenehm als Stock, im Stockzustand. Oh ja, meine, das Pferde können halt. Lol. Lol, jetzt sind schon 2 Teamkiller. What? Und mir gefällt er an sich. Die Kanone ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schnelles Schießen, wenig, vergleichsweise wenig Damage, wenig Alpha Damage. Aber das kommt halt dann durch Dauerfeuer mehr oder weniger. Aber das ist halt eine Gewöhnungssache für mich auch, weil ich eher so die dicken Kanonen gewöhnt bin, sprich schießen, 10 Jahre warten und dann wieder schießen. Ich düste jetzt einmal rüber, weil ich hoffe, dass das funktioniert, weil der M5 Stuart da schon so rumgehampelt hat, ohne wirklich was abzukriegen. Ja, ich will jetzt noch nichts sagen, aber es hat ja mehr oder weniger schon geklappt. Und was halt genial ist, ist die Gun Depression. Das merkt man halt echt, dass die Japaner da schon ein bisschen mehr haben als die Chinesen. Das ist falsch, die Chinesen haben ja so gut wie gar nichts. Aber der hat schon nicht wenig, sagen wir so. Das ist schon echt für meine Verhältnisse echt akzeptabel. Boah, wo die jetzt gerade sind, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weil die können gleich hier um die Ecke irgendwo stehen. Bin zwar jetzt nicht ganz alleine, die kommen jetzt auch nach, aber der Panzer hat halt auch nicht unbedingt die Panzerung. Das heißt, sobald ich offen bin, kriege ich erstmal rein.
Ich habe natürlich nur O gesagt, weil ich gemerkt habe, dass ich wusste, dass man keinen Schaden macht. Deswegen sagte ich schon, oh, der Arme macht hier keinen Schaden. Naja, jetzt hat er Schaden gemacht. Jetzt hat er aber immer kein Rap-Kit mehr. Und ich sollte ihn langsam mal etwas mehr damagen, weil ich nicht ungern umgehe. Nein, nein, nein. Yes. Weil der Schuss, den jetzt zu bekommen, wäre blöd gewesen, weil 400 HP weniger und ja. Dafür den Kill, halt. Wäre ich in dem Fall, wäre es besser gewesen, wenn man zurückgefahren, aber ich bin dann meistens so einer, der dann versucht, also geht dann voll drauf. Ist dann versucht. Ups. Da war der Server noch nicht ganz so weit und da kommt die so, das habe ich erwartet. Schießt er jetzt auch nicht? Ey, ich wollte dich tracken. Ups, der Tiger, der ist gefährlich. Einer der gefährlichsten hier. Durch seinen hohen, oder mehr oder weniger hohen Alpha-Damage-Schussfolge, Dushaks Kraftgenauigkeit. Meiner Meinung nach, ja, sowieso einer der stärksten Tier 7er, die es gibt. Aber jetzt müssen wir ein bisschen pushen. Ich frage mich, ob ich hier. Oh, nice. So war das auch geplant. Jetzt kommen wir zwar nicht mehr hoch, aber er hat eine dicke Kelle kassiert, ohne auf mich schießen zu können. Jetzt müssen wir aber unbedingt Gas geben. Die sind nämlich, wir sind jetzt hier oben ziemlich gut verteilt. Also wir haben hier ziemlich viele Leute und die Gegner halt brechen da unten durch zu zweit. That's the problem. Der muss auch erstmal weg. Scheiße. So, schieß doch bitte auf den, den du nicht abschießen kannst. Scheiße. Ja, da fahren wir da mal runter. Damit wir hier ein bisschen Druck aufbauen können. Weil wenn das weiter so wird, kommen wir hier nicht weit. Der T29 ist bald durch. Wir müssen jetzt echt pushen. Sieht nicht so gut aus hier. Wir sind hier zwar zahlenmäßig gut besetzt am Cap, aber Scheiße. Ja, die Su hat sich da echt ein bisschen wegmumpeln lassen. Hab dich im Auge. Ich glaube, der ES stellt sich das Leben auch zu einfach vor. Oh, die Su ist gar nicht gestorben. Oh, das war jemand anders. Okay. Da habe ich mich vertan. Su, Captain. Oh, Leute, kommt schon. Das muss doch jetzt nicht sein. Oh, Leute, ESA 3. Und die steht da auch noch. Das ist doch ein Joke. Ich kann. Warte mal, zieht die weg? Ich konnte sie gerade ehrlich gesagt nicht erkennen. Jo, lol. Oh mein Gott, unser ES schießt mit HE. Das ist natürlich. Ah ne, er hat die kleine Wumme, okay. Das ist dann natürlich was anderes. Der hat schon what? Ja, Leute. Jetzt komm mal hier rein. KV1 the best. Pff. Das war aber eine schöne Runde. Das ist eine sehr schöne Runde. Ich glaube, die beste, die ich bis jetzt hatte. Finde ich gut. Ja, souverän gewonnen, würde ich sagen. Recht knapp am Ende, recht blöd für den, Panzer SFL hast du nicht gesehen.
weil der da gestorben ist. Aber die Runde war auf jeden Fall besser als mein Mal 3 gestern. Der bekommt auch noch, boah, 2000 Damage hat er. Aber der ist halt die Wumme. In Tier 7 ist das halt ein Biest. Und hier haben wir natürlich, ja, 600 Eigendamage, Team Damage, 600 Team Damage, aber halt auch 2000 Damage. Also der hat nicht unbedingt schlecht gespielt, war natürlich auch am Campen, konnte da seinen Turm und seine Gunnipression ausspielen. Aber das war doch nicht so, also es war halt blöd für, von ihm. Kann man auch gleich mal einen Report machen. Von den beiden, aber er hat halt noch gut was rausgehauen. So, jetzt haben wir 6600 XP. Können wir eigentlich schon was. Ich muss die Ketten leider erst erforschen. Weil der Panzer hat zwar gute 6 Tonnen frei und die Wumme wiegt auch gar nicht mehr. Weil das ist die gleiche Wumme, wie wir sie jetzt schon drauf haben, nur mit einem Magazin. Und meiner Meinung nach ist das Magazin göttlich. Also ich fand das auch im Test selber göttlich. Wenn man drei Granaten hat im Magazin, eine Sekunde pro Schuss. Das heißt, man schießt buff 1, buff 1, buff 1. Also richtig schnell. Und 10 Sekunden ist endlich ein Reload. Ich fand das extrem. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Und weil die Gegner halt teilweise auch blöd geguckt haben, wenn man da bam, 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 bam geschossen hat. Die ich sehe gerade, die aimt doch sehr viel schneller. 1,7 Zielerfassung, das ist echt schnell. Minimal mehr Genauigkeit. Durchschlagskraft und Damage bleiben gleich. Durchschlagskraft kann ich mir vorstellen, dass es etwas problematischer wird. Ich kann aber nicht das Matchmaking bei dem Panzer einschätzen, daher weiß ich es nicht. Problem ist aber der Turm. Der Turm, der wiegt ganze 13 Tonnen. Zudem hier, das sind ganze 6,7 Tonnen mehr. Und dieser Panzer hat halt ohne Ketten 6 Tonnen ungefähr frei. Das heißt, es passt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das wäre natürlich Stuss, wenn ich jetzt den Turm, die Wumme und dann die Ketten und den Turm nicht draufpacken würde, weil. Oder? Ich fände es nicht so praktisch, ehrlich gesagt. Andererseits gibt es auch nur mehr Sichtweite und halt wahrscheinlich ein bisschen HP. So, warte mal, gucken wir eben, was ist denn jetzt der Plan 1? Das ist aber eine Überlegung wert, um ehrlich zu sein. Nee, shit. Shit, nee, geht nicht. Das ist nämlich hier die Typ 5 Modell 1 bla 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 7,5 cm Autoloading gebrochen, also ein Turm. Das heißt, erst die Ketten, Turm und Wumme. Das ist also der eine oder andere XP-Punkt noch und ich würde sagen, wir starten nochmal eine Runde. Vielleicht zeigt sich dann das Matchmaking noch etwas. Ah, da haben wir es schon, da haben wir es schon. Den neuen. Auf der Map nicht unproblematisch, aber auch nicht so problematisch. Hier kann man halt, wenn man, wenn die Gegner gut fahren, sag ich mal so, kann man gut flankieren und mit flankieren funktioniert es dann. Nur man hat halt selbst ein Prä nur 186 Penetration, wenn man sich mal überlegt, dass der Tiger in der 200 hat, glaube ich. Ungefähr. Hier die anderen haben auch nur so 175, also für 175 denke ich, ist so das Top of T7 der Top-Durchschnitt. Aber er hatte hier mit 155 schon echt nochmal eine Marke darunter. Wer sich fragt, weswegen das so lange teilweise dauert mit dem Laden, das liegt an keinem Mod, das liegt auch nicht an der etwas älteren Version von X2M. Das liegt daran, dass ich wieder ein Video hochlade und ich festgestellt habe, dass ich bei dem 100er Ping ganz problemlos spielen kann. Ist ja auch nur eine nicht wirklich merkliche Verzögerung. Und ja, noch eine Info nebenbei für alle Leute, die es nicht bemerkt haben. Das Patch kommt morgen, glaube ich. Guck mal kurz. Ich meine aber. Dienstag, 11. Februar, jo. Morgen. Früher als erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt so um den 15. nächste Woche irgendwie erwartet, aber dass es so früh kommt, hätte ich halt echt nicht gedacht. Aber ist halt schön. Freue ich mich drüber. Da rückt ein 9.0 ein Stück näher. Und ja, das ist auf jeden Fall
Und da müssen wir halt mit dem Modpack gucken. Das wird eventuell etwas länger dauern. Weil durch dieses Foch, also diese Vision. Nee, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was Foch heißt. Ich google das mal kurz. User left your channel. Das war Test. Field of View, also Sichtfeld so gesagt. Also ändert sich User ja. left your channel. Alter. Sound muted. So, tut mir leid. Das ändert sich ja und dadurch kann es sein, dass so welche Anwendungen wie hier Trefferpunkte und die ganzen Sachen sich verschieben. Das heißt, ich muss die wieder gerade rücken und das schaffe ich halt nicht unbedingt direkt am ersten Tag, könnte man sagen. Daher halt bitte habt Verständnis für eventuelle. Ja, ich brauche wahrscheinlich ein paar Tage mehr, sage ich mal so, als sonst für die standardmäßigen Änderungen. Ist da was? Krieg dafür zwar keine XP. Scheiße. Nee, da habe ich keine Chancen. Da habe ich keine Chance. Grandios gegen den. Ey, der Schuss, der Stein zieht Schüsse an, ich könnte es schwören. Das hat die letzten Foch genauso, nur extremer, könnte man fast sagen. Der hat mir gleich zwei Schüsse weggezogen. Oh mein Gott. Der ganze an Berg reinfahren ist auch überbewertet, was? Ich kann ja absolut nichts machen. Yes! Ich habe Damage gemacht. Nein, nicht zu weit drehen. Ja, zu weit drehen kann ich auch keinen Damage mehr machen, weil er zu schräg ist. Ist schon ein nerviger Panzer, muss ich sagen. Also, dass der so mit der Kanone raushauen kann. Klar, ich benutze jetzt hier Premium, aber das ist halt. Ich sehe gerade, also ich bemerke, es ist das Problem oder das Hauptproblem bei diesem Panzer. Selbst in Tier 8 hat er damit schon Probleme mit der Durchschlagskraft. Aber mit Premium funktioniert es. Shit. Komm schon, komm schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Das kann doch. Das ist doch wieder typisch WoT. Letzte Schüsse kommt man wieder nicht durch, trifft überhaupt nicht. Oder, ja. Ja, oder man kommt nicht durch. Und der trifft natürlich beim Fahren. Ist halt auch klar, ich campe jetzt hier mit einem Medium, aber was soll ich machen? Das Teil hält nichts aus. Es ist halt einfach nicht geschaffen für dieses Tier. Nicht mit der Kanone, nicht mit der Durchschlagskraft. Wie gesagt, ich habe mit Premium Penetrations-Werte, die andere Panzer als Standardmunition haben. Oder die Werte haben sie halt. Und daher muss ich darauf zurückgreifen. Leider läuft das gerade generell recht schlecht. Andererseits sind hier auch einige ziemlich One-Hit. Ziemliche One-Hits. Ich das mal eben um, wenn der AMX da lang kommt. Da sollte ich mit Glücktor sollte ich da durchkommen, hoffe ich. Und hier. Da ist ein Baum gefallen. Na, die spotten wir da wahrscheinlich nicht. Oh, scheiße, Leute. Was ich euch noch fragen wollte, so zum 7000er Special. Wie wär's oder hättet ihr Lust oder Interesse generell an einem FHQ-Video, also an einem Fragen-Antwort-Video? Ups. Nope. Nope, heute nicht. Lol.
Es war so klar, der blöde Amix. Lol. Wie neu ist das denn? Wenn die Adi jetzt nicht schießt, da habe ich jetzt Angst vor. Ich könnte das echt machen. Oh, sag jetzt nicht die verkacken alle. Das wäre relativ blöd. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Was macht der AC eigentlich? Warum zum Teufel dreht er nicht? Ups. Scheiße. Ich hab nur so wenig Prämie oder Chili oder daneben. Scheiße, ich komme jetzt bei den Ketten da nicht durch. Schade, weil da hätten wir ihn jetzt echt wegmachen können, weil er halt da getrackt wurde, seine Wumme nicht runterbekommen hat. Und hier bekomme ich leider meine Wumme nicht runter. Und leider Gottes macht der auch extrem gut Schaden. Ich frage mich halt echt, was der AC da macht. Ja, gekappt kriegt das sowieso nicht mehr. Oder der Jagdjäger. Es bewegt sich ja kein Mensch, um mir zu helfen. Bin hier vollkommen alleine. Shit. Oh, erschreckt. GG, Arti. Super Job, super Job. Problem nur, wir haben da noch ein paar Gegner, die 1200 Leben haben. Was? Scheiße. Und ein Jagdtiger, ey, die haben halt noch 3 Neuner. Was haben unsere eigentlich gemacht? Scheiße. 3 von 4, es lebten gerade noch alle. Das gibt's nicht. Und da ist der Herr Neuner. Ich hab keine Lampe dran, das ist blöd. Versucht den etwas. Alten offen, shit. Ich hasse das einmal, wenn ich früher offen bin als die, warum auch immer. So, wenn die Art jetzt extrem gut trifft, könnt ihr einen One-Hit machen, aber das wird sie wahrscheinlich nicht schaffen. Und spotten kann ich nochmal, weil er 300 oder 400 Damage macht. Das heißt, ich werde tot. Da ist er. Shit. Ja, die Runde ist eigentlich schon verloren. Das ist nicht machbar. Ich habe keine Premium-Munition mehr. Ich kann das nicht mehr drehen. Ach, lassen wir das. Ja, unsere Neuner, sorry jetzt, ganz ehrlich, aber was haben die eigentlich geleistet? Tendenziell sollten sie ihr Ebenbild rausnehmen, also auch ein Neuner. Und wenn man mal sieht, dass hier ein Neuner noch so viel Leben hat, dann haben die einfach grundsätzlich was falsch gemacht. Zweiter Counts, 1200 sind gefecht und kriegen es trotzdem nicht hin. Ja, was will man da, ja, was soll man da machen? 3 Neuner leben noch, das habe ich echt auch selten. Ja, der T21 macht es jetzt nicht unbedingt schlecht.
Aber der hat sowieso mehr oder weniger ganz gut hinbekommen. Aber ich glaube, beim Capital hat er ein bisschen gefailt, weil er rausgefahren ist, anstatt er wurde halt nicht beschossen, er ist rausgefahren. Was ziemlich blöd war. Ja, hier. 8er, 0, 8er, 0. Wobei, ne, ist es ein 7er, 8er? Ich weiß es nicht. Egal. Auch 0, 0. Nee, nee, kann man nicht bringen. Kann man nicht bringen. Ja, geistweise mit dem. Und der hat ja schon echt wenig gemacht letztendlich. 380 Damage mit einem 9er in einem 9er Battle. Das geht gar nicht. Auch der hier. Viel zu wenig dafür, wo er da stand. Da hätte er auch viel mehr machen können. Ja, das ist schon, beweist schon einiges, wenn ein T21 halt echt auf der Position vom Damage her ist. Das war auf jeden Fall eine Runde in dem Tier. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich glaube, ich werde mehr Premium mitnehmen. Boah, das ist teuer. Aber ich glaube, der Panzer wird generell relativ teuer. Weil 22 Schuss reichen neben dem Tier nicht aus, aber ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt auch. Ich hoffe irgendwie nur, dass es. Ich hoffe, das war ein Sonderfall mit dem Tier, weil 2000 Damage, wenn wir mal realistisch sind, wenn wir mal realistisch sind, schafft man. Oder schaffe ich, naja. In eins von, ja, in einem von 10 Battles und das heißt, selbst, also egal in Tier 9, schaffe ich das nicht. Und deswegen hoffe ich, da kommt nicht so oft Tier 9, weil da hat man halt gesehen, die Wumme ist relativ. Man ist relativ eingeschränkt mit der Wumme. Was natürlich nicht so toll ist. Naja, soweit, so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haut mal in die Kommentare, ob ihr ein Q&A, nee, FAQ wollt, also ein Frage-Antwort-Video. Und wenn ja, dann könnt ihr mir eigentlich schon Fragen auf Facebook stellen, dann kann ich die auf der Arbeit schon mal notieren. Genau, macht das mal. Schickt mal welche auf Facebook. YouTube könnt ihr das auch machen. Aber bitte, wobei, na doch, auf YouTube könnt ihr das auch machen. Aber bei Facebook werde ich die dann morgen mir schon angucken, weil Facebook connecte ich auf der Arbeit mit YouTube nicht. Das ist mir zu unsicher. Und ja, soweit so gut. Euch noch viel Spaß. Tschüss.